Ja, und Andrea Henkel, erstmal herzlichen Glückwunsch zum 33. Das ist aber kein Geburtstagswetter, ne? Naja, kann ich mir nicht aussuchen, aber es geht schon. Es wäre noch schlimmer, wenn es minus 20 Grad wären. Genau, es ist ein solider Platz, irgendwie um die 17, 18, 20 rum. Sind Sie halbwegs zufrieden damit? Ja, also für die Feder ist der Platz schon sehr gut. Schießt dann, ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Also stehen, da habe ich natürlich versucht, ganz genau zu machen. Und dann ist mir die letzten zwei Schüsse ein bisschen die Füße ausgegangen. Und dann wurde es ein bisschen wackelig. Und das konnte ich dann, habe ich nicht mehr geschafft, die Treffer zu setzen. Und dann bei diesem Schnee. Fall. Wie ist das Skigefühl? Hat man so den Eindruck, da ist ein bisschen Schmirgelpapier drunter? Also ich finde es ganz schön zu laufen, solange ich nicht überholen muss, weil man dann in den Tiefschnee rüber muss. Ich finde es schlimmer, wenn es Marmor wird, aber so weit war es noch nicht. Also wenn es so rutschig und glatt wird, ich fand es war noch in Ordnung. Als Sie vorhin an den Start gegangen sind, habe ich direkt an 2005 gedacht, an die 15 Kilometer. Da hieß am Ende die Weltmeisterin Andrea Henkel bei ähnlichem Wetter. Haben Sie auch daran gedacht? Ja, ich meine, 2005 ist schon eine Weile her. Das stimmt. Selbst wenn es gestern gewesen wäre, ist heute neuer Tag. Und man muss es immer wieder neu anfangen. Aber natürlich weiß ich so damit, dass mich Schneeball nicht so stört. Aber es hat nicht funktioniert. Ich bin nicht durchgekommen. Danke Ihnen. Viel Erfolg für die Staffel und die Verfolgung. Danke Ihnen. Ja, Miriam, was haben Sie denn gedacht, als Sie heute Morgen aus dem Fenster geschaut haben und den Schnee von oben gesehen haben? Ja, da habe ich mir eigentlich nur noch gedacht, oh je, hoffentlich wird es ein bisschen weniger bis nachher. Nee, es ist halt so, wir machen Freiluftsportart, da kann es regnen, schneien, Sonne scheinen, es kann kalt und warm sein. Also wir müssen halt damit klarkommen und es ist wirklich so, wie der Rico mal sagt, wer sich am ehesten darauf einstellen kann, der hat nachher dann halt einen kleinen Vorteil. Von dem her versuchen wir immer mit einem positiven Elan an die Sache ranzugehen. Dann gibt es aber Tage, da läuft halt einfach mal nicht so. Und da hat man vielleicht auch schon so ein Gefühl vorm Start. War das heute bei Ihnen so? Ja, also heute früh habe ich mir schon gedacht, oh je. Aber gut, ich meine, so Tage hat man auch. Es geht halt mal gut, so wie in Östersund. Und es geht halt mal nicht so gut, so wie heute. Aber so ist der Sport. Und das nächste Mal wird es bestimmt wieder besser gehen. Können Sie das aufgrund der Ergebnisse, da kommt, glaube ich, ein Schneeball gerade an, ne? Wir werden ja beschmissen, na. Können Sie das aufgrund der Ergebnisse von Östersund besser wegstecken? Ja, ich glaube, ich muss mir keinen Stress machen. Ich habe gesehen, dass ich schießen kann und auch laufen kann. Und wenn es halt mal nicht so läuft, dann läuft es halt mal einen Tag nicht so. Aber wir sind halt keine Maschinen und es geht rauf und runter die Form. Und ja, deswegen ist es schon wieder abgehaktes Rennen und ich konzentriere mich jetzt auf das nächste und hoffe, dass ich da besser machen kann. Was wird das nächste sein? Wird es die Staffel morgen? Ich weiß es nicht. Also die Trainer haben noch nichts zu uns gesagt. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Aber wie gesagt, wir sind halt ein sehr, sehr starkes Damenteam und jede von uns sieben kann zum Einsatz kommen. Deswegen muss man noch ein bisschen hoffen. Dann warten wir ab. Vielen Dank, Herr Kostner. Danke. Danke. Katrin, Sie waren die erste deutsche Starterin mit der Nummer 5. Nachher weiß man immer mehr. War das eine gute Nummer oder eine schlechte? Ich glaube, das hat heute keinen großen Unterschied gemacht, ob man vorne oder hinten oder in der Mitte gestartet ist. Ich hatte vielleicht den Vorteil, dass ich ziemlich freies Feld hatte. Wer dann in der Mitte eher startet, der muss, wenn er schneller dran ist, dann auch mehr überholen. Und da sich die Spur dann ziemlich einfährt, wird es natürlich schwieriger, wenn man in den Tiefschnee raus muss. Aber ansonsten, glaube ich, war es für alle gleich. Es schneit wie wild und die Strecke ist tief, ob man will oder nicht. Ich habe es nur im Ziel gemerkt, weil da war es gefühlt bis zum Knie hoch, der Schnee. Da habe ich mir ein bisschen schwer getan, aber ansonsten war das egal. Biathlon ist immer spannend. Wir haben auch schon ein spannendes Bild vorher gesehen. Sie bei der Vorbereitung, bei der mentalen Vorbereitung aufs Rennen. Können wir mal reingucken. Was spielt sich da im Kopf ab, Katrin? Ja, da komme ich einfach nur mal zur Ruhe und sammle mich ein bisschen, schalt ab von dem Ganzen drumherum, weil natürlich schon auch viel los ist mittlerweile, wenn man sich zum Start vorbereitet, die Leute schreien, man hört die Lautsprecher durchsagen, Kameras sind links und rechts von einem, da tut es mir schon gut, wenn ich nochmal sage, so, ich mache jetzt mein Rennen mit meiner Vorbereitung und in 5 Minuten geht es los, da zählt es dann und dann geht es mir gut. Gelingt Ihnen so eine Fokussierung auch direkt vom Schießen? Ja, also gut, da mache ich nicht 2 Minuten die Augen zu. Besser so. Aber da atme ich nochmal auch tief durch und sage, okay, jetzt geht es an den Skistand, jetzt läuft man nicht mehr, sondern jetzt kommt Konzentration, nachher kann man wieder keulen und dann switche ich mich um und dann passt es meistens. Alles klar, Katrin, alles Gute für Samstag, Sonntag. Ja, danke. Vielen Dank. Tschüss. Ja, Magdalena, wissen Sie das eigentlich schon mit der schnellsten Laufzeit? Nein. Dass Sie die haben.
Ja, jetzt weiß ich es. Ja, ja, das ist doch so als Saison-Einstieg gar nicht so schlecht, ne? Doch, also wenn ich schaue, wie es mir letztes Jahr hier ging, mit der gleichen Ausgangsposition ja eigentlich, mit der Krankheit im Vorfeld, mit den zwei Fehlern im Sprint, dann kann ich, glaube ich, heute wesentlich zufriedener sein und bin wirklich auch sehr überrascht über das Rennen, ja. Sie haben eine unglaubliche Schlussrunde hingelegt. War das dieses progressive Laufen, dieses Zeitgefühl, was Sie im Prinzip schon immer im Körper haben, aber jetzt hier vor diesem Rennen natürlich nicht so wussten, wo Sie stehen? Ich bin eigentlich sehr verhalten ins Rennen gegangen, ja, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie ich mich da irgendwo einreihen kann. Ich habe nicht gewusst, wie ich diese 7,5 Kilometer durchhalte. Habe mich die letzten Tage eigentlich nicht ganz so toll gefühlt und habe dann einfach gemerkt, so im Laufe des Rennens, dass es mir eigentlich immer besser geht. Und letzte Runde habe ich mir gedacht, okay, jetzt kannst du mir alles geben, einfach als ein bisschen zum Befreien, dann für die nächsten Tage. Und ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht. Ist das der Unterschied zwischen Training und Wettkampf, wo man sich eben dann doch nicht im Training zu 100% ausgeben kann? Sie sagen immer, ich kann ja fast nichts Schnelles machen im Training. Ja, irgendwie bin ich ja totaler Wettkampftyp. Also sobald die Startnummer irgendwie drum ist, geht bei mir der Turbo los. Weiß es nicht. Das ist ja positiv, dass es so ist. Aber im Training hätte ich es auf jeden Fall nicht gedacht, dass es halt sogar geht. Sehen wir Sie morgen in der Staffel? Ich denke schon. Also der Gerhard hat gerade mit mir gesprochen, hat mich gefragt, ob was dagegen spricht. Und ich habe gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich laufen darf. Dann viel Spaß dabei. Danke. Danke.